Rise, resist, unite. Vendredi 8 mars 2019, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Ein Tag, der wirklich wichtig ist für uns alle, denn leider ist es immer noch so, dass die Rechte von Frauen und Mädchen nicht weltweit gebührend geachtet werden. La protection de ces droits est au cœur de l'action de la diplomatie française. Partout, nous sommes à l'initiative pour faire en sorte qu'ils soient reconnus, garantis et protégés. Deshalb gehen auch jährlich weltweit viele, viele Frauen und Männer auf die Straße, um für Gleichberechtigung und gleiche Rechte sich einzusetzen und zu demonstrieren. Und auch für uns in Frankreich und in Deutschland ist das, glaube ich, von ganz besonderer Bedeutung. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. Elle sera aussi au cœur de la présidence française du G7 avec l'adoption du pacte de Biarritz pour l'égalité. Wir setzen uns gemeinsam weltweit für die Stärkung von Gleichberechtigung und den Rechten von Frauen und Mädchen ein. Und wir setzen uns auch insbesondere im internationalen Kontext ein, starke Frauen zu stützen und zu stärken. Contre les violences faites aux femmes, nous engagerons pendant la présidence française du Conseil de l'Europe une campagne pour la ratification universelle de la Convention d'Istanbul. Et nous agissons avec l'Allemagne pour la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies dans le cadre de nos présidences jumelées du Conseil de sécurité en mars et en avril. Ganz besonders wichtig ist uns aber auch gerade der Einsatz für die Freiheit von Frauen, gerade im Bereich sexueller und reproduktiver Gesundheit, ihre Rechte wahren zu können und für ihre Rechte selbst einstehen zu können. Das ist ein Thema, das wir gemeinsam im Menschenrechtsrat, im dritten Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen und auf verschiedenen anderen internationalen Ebenen voranbringen. Ainsi, la France et l'Allemagne sont mobilisées concrètement pour la mise en œuvre d'une diplomatie résolument féministe. Dass wir, wenn wir in einem Jahr wieder hier stehen am Internationalen Frauentag, wirkliche Fortschritte beim Thema Gleichberechtigung und Frauenrechte gemacht haben.